Ja, herzlich willkommen. Ich möchte Sie gleich hier in dieses Gebäude führen. Das ist die Zentralbibliothek der Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund. Das Gebäude wurde in den 90er Jahren von dem Architekten Mario Botta entworfen und die Bibliothek ist hier 1999 eingezogen. Das Gebäude besteht aus zwei Bauteilen, zum einen dem roten Riegelgebäude hier auf der linken Seite und zum anderen der gläsernen Rotunde rechts. Ich werde Ihnen gleich da einiges zu erzählen. Jetzt begleiten Sie mich in das Gebäude. Wir starten in unserem Magazin, das heißt Unter der Erde. Wir beginnen unseren Rundgang in einem unserer beiden Tiefgeschosse, dem sogenannten Magazin. Hier im Keller der Stadt- und Landesbibliothek lagern 450.000 ältere und alte Bücher, sozusagen die alte Schätze der Bibliothek. Man musste beim Bau der Bibliothek deswegen in die Tiefe gehen, weil der Bestand auf der kleinen Fläche sich sonst nicht hätte unterbringen lassen können. Hier sind auch sogenannte Kompaktregale, wo man sehr viele Bücher auf sehr engen Raum zusammen unterbringen kann. Die Medien sind trotzdem verfügbar und können bestellt werden. Jetzt sind wir im Erdgeschoss der Bibliothek. Hier findet man neben der Kinderbibliothek, die Sie hier im Hintergrund sehen, mit dem Maskottchen, Karlchen, alles, was Sie brauchen, um Medien auszuleihen und zurückzugeben. Hier in diesem Bereich hat in den letzten Jahren sehr viel Technik Einzug gehalten. Wir haben Ausleihautomaten, wir haben Kassenautomaten, wir werden in Zukunft auch bald eine Rückgabeautomaten bekommen. Das war sehr gut möglich, diese Technik hier einzubauen, da die Bibliothek damals komplett mit doppeltem Boden ausgestattet worden ist und so für die technischen Veränderungen gerüstet war. Wir sind jetzt im ersten Obergeschoss und stehen auf einer Art Brücke, die die gläserne Rotunde mit dem roten Riegelgebäude verbindet. Diese Brücke sorgt dafür, dass die Wegeverbindung unter uns gegeben bleibt und der freie Zugang zwischen Fußballmuseum und Museum für Kunst und Kulturgeschichte möglich ist. Das Riegelgebäude folgt damit einem Geländeversprung, der hier vorhanden ist und an der Katharinentreppe besonders sichtbar wird. Das heißt, das Gelände steigt hier zur Stadt hin an und der Architekt Mario Botta hat das Riegelgebäude auf diesen Geländeversprung gesetzt und es wirkt wie eine Art Stadtmauer, die den Stadtraum zur Bahnhof hin abtrennt. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Etage der Bibliothek, in der gläsernen Rotunde. Warum hat der Architekt diese Glasarchitektur gewählt? Was waren die Gedanken dahinter? Zum einen wollte er gerne, dass die Menschen, die sich in der Bibliothek aufhalten, sich im Stadtraum befinden. Das heißt, es sollte eine Öffnung der Bibliothek in die Stadt hineingeben. Die vielen Menschen, die hier sonst sitzen und arbeiten, sitzen quasi mitten in der Stadt. Und auf der anderen Seite sollte die Bibliothek, vor allen Dingen, wenn es dunkel ist und sie erleuchtet ist, auch für alle Menschen in der Stadt sichtbar sein. Das heißt, es sollte eine Transparenz von innen nach außen und von außen nach innen geben. Deswegen sind die Gläser auch klar und nicht getönt, wie man es sonst häufig bei solchen Gebäuden hat. Und um trotzdem einen Sonnenschutz sicherzustellen, befindet sich zwischen den Scheiben eine Lamelle, die man schließen kann, wenn die Sonne zu stark steigt. Eine Besonderheit sind auch diese Lampen, die sogenannten Botta-Leuchten, die Mario Botta extra für die Bibliothek selber entwickelt hat, designt hat. Diese Lampen dienen dazu, hier diese Arbeitsplatzbereiche zu beleuchten, ohne dass etwas von der Decke abgehängt werden muss, was den Raumeindruck seiner Meinung nach stark beeinträchtigt hätte, wenn man hier Lampen jetzt von der Decke gehängt hätte. Und deswegen hat er diese Stehlampen mit diesen eingebauten Reflektoren entwickelt, mit denen hier dieser Bereich beleuchtet wird. Und wenn man im Dunkeln von außen schaut, gibt das einen ganz besonders schönen Effekt. Ja, eine Besonderheit unserer Bibliothek sind die Rolltreppen. Es ist eine der wenigen Bibliotheken in Deutschland, die im Gebäude Rolltreppen hat, um die verschiedenen Etagen miteinander zu verbinden. Die Idee ist damals aus den Niederlanden zu uns gekommen, wo es schon Bibliotheken mit Rolltreppen gab. Und zum einen haben Rolltreppen immer den Vorteil, dass sie relativ wenig Platz wegnehmen. Zum anderen sollte damit die Idee einer Bibliothek als Kaufhaus deutlich werden. Das heißt, die Menschen sollten ganz einfach reinkommen können, sich die Sachen aussuchen, die sie gerne haben wollen, ausleihen und wieder mit nach Hause nehmen.
Bibliotheken werden heute auf ganz unterschiedliche Art und Weise genutzt. Es gibt Menschen, die möchten hier in Ruhe arbeiten und andere möchten in Gruppen zusammensitzen und vielleicht gemeinsam etwas lernen oder auch einfach sich austauschen. Deshalb haben wir versucht, in der offenen Architektur dieses Gebäudes, die über alle drei Etagen ohne Zwischenwände einen sehr großen freien Raum gibt, trotzdem verschiedene Arbeitsbereiche zu schaffen. Hier im Hintergrund, Corona-bedingt im Moment ohne Stühle, ist einer unserer Stillarbeitsbereiche, wo Kundinnen und Kunden der Bibliothek in Ruhe lernen und arbeiten können. Und vorne, wo wir gerade waren, an der Glasfassade, sind dann die Bereiche, wo die Gruppenarbeitsplätze eingerichtet sind und die Besucher der Bibliothek in kleinen Gruppen gemeinsam arbeiten können. Ja, hier sind wir auf dem Dach der Gläsernen Rotunde und hinter mir sehen Sie einen großen Kran und der dient dazu, dieses gläserne Dach regelmäßig zu reinigen oder auch für Reparaturarbeiten. Er kann verfahren werden und dann kann man damit sozusagen von oben die Dachfläche befahren und dort Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchführen. Ja, ein immer wiederkehrendes Element der Architektur von Mario Botta sind diese runden Fenster, die so ein bisschen wirken wie Bullaugen. Hier bei uns sind sie unter anderem in der fünften Etage der Bibliothek. Und wenn man diesen Gang entlang läuft, kommt man sich ein bisschen vor wie auf einem Kreuzfahrtschiff auf hoher See, weil man von Bullaugen zu Bullaugen geht. Und wenn man rausschaut, hat man einen sehr, sehr schönen Blick auf die Nordstadt. Ja, wenn Sie das Gebäude kennen, haben Sie sich sicherlich schon mal gefragt, warum auf der Rückseite diese Balkone sind und warum das Gebäude dort so eine merkwürdige Form hat. Die Balkone erfüllen verschiedene Funktionen. Zum einen dienen sie als Fluchtweg im Falle eines Brandes. Zum anderen ist durch diese gestufte Architektur sichergestellt, dass trotz der geringen Abstände zwischen dem Gebäude der Bibliothek und dem der Sparkasse und dem Dortberghaus trotzdem sichergestellt ist, dass sowohl die Bibliothek als auch die anderen Gebäude genug Licht bekommen. Das heißt, hier musste auf wenig Platz es hinbekommen werden, dass man trotzdem die Höhe bauen kann und trotzdem alle Etagen noch mit Tageslicht versorgt werden. Jetzt sind wir am Ende mit unserem kleinen Rundgang hier im Eingangsbereich der Bibliothek. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns in den nächsten Wochen in unserem Haus noch einmal willkommen heißen können.